Hallo ihr Lieben, in diesem Video werden wir uns mit dem Fenster Nullstelle 0 befassen. Dabei solltest du bereits wissen, was der Produktnullsatz ist und wie du die Nullstellen einer quadratischen Gleichung berechnen kannst. Das Ziel für dieses Videos ist es, eine Polynomfunktion durch Herausheben und verschiedene Faktoren aufzuspalten und dann die Nullstelle mit Hilfe des Produktnullsatzes zu bestimmen. Fangen wir an. Wir haben hier eine Polynomfunktion h gegeben mit der Funktionsgleichung h von x ist gleich 2 mal x hoch 5 minus 4 mal x hoch 4 minus 30 mal x hoch 3. Der Grad dieser Funktion ist 5. Wir suchen jetzt alle reellen Nullstellen von h. Dazu setzen wir die zugehörige Gleichung gleich 0. Wie dir vielleicht schon aufgefallen ist, hat diese Funktion eine besondere Struktur, weil 0 eine Lösung ist. Das heißt, wir können x herausheben. Aufgabe an dich, hebe x so weit heraus, wie du kannst und spalte diese Gleichung in verschiedene Faktoren auf. Okay, wie wir sehen, das Höchste, was wir herausheben können, ist x hoch 3. Und was übrig bleibt, ist 2 mal x hoch 2 minus 4 mal x und minus 30. Und jetzt können wir ganz leicht mit Hilfe des Produktnullsatzes die Nullstellen dieser Polynomfunktion herausfinden. Pausiere dafür bitte das Video und versuche es selber. Okay, also wir fangen wieder an, und zwar mit dem ersten Faktor x hoch 3. Diesen setzen wir gleich 0 und formen um und wir erhalten als Lösung x ist gleich 0. Der zweite Faktor ist 2x² minus 4x minus 30. Das setzen wir wieder gleich 0 und verwenden die große Lösungsformel. Und wir erhalten x ist gleich 4 plus minus die Wurzel aus 16 plus 240 durch 4. Und das ist gleich 1 plus minus 4. Die Polynomfunktion h hat also die Nullstellen 0, 5 und minus 3. Diese können wir wieder in die Grafik rechts unten einzeichnen. Damit sind wir auch schon fertig. Ich hoffe, du hast dir viel mitnehmen können. Bis zum nächsten Mal.